Hallo und herzlich willkommen zur 312. Folge der Minecraft Staffel 6. Wir sind immer noch in Sternensingen. Mit der lieben Annie. Hallöchen. Wir sind noch weiter am Dachbau beschäftigt. Die Uhr funktioniert wunderbar. Ich darf nur nicht vergessen, da kein Block drüber zu bauen hier. Genau hier, da muss ich mir dann noch Glas holen. Und ich habe da nämlich schon in der letzten Folge dort an dem Schlüsselhaus. Ich weiß gerade nicht, wie das Haus wirklich heißt. Ich weiß es nicht. Das kommt von Welches Haus? alleine. Dem Schlüsselhaus. Ja, das Schlüsselhaus, warte mal. Ich setze das mal auf die andere Seite. Dahin am besten. Genau, machen wir so, so und so. Korrekt. Können wir den da machen? Wir haben keine hier Treppen mehr. Nethertreppen. Das heißt, liebe Anni, wir müssten mal kurz in den Nether, wenn dir das nichts ausmacht. Ein bisschen Netherstein abbauen. Ich brauche nur Netherstein, also diesen Netherrack. Diesen roten normalen. Es sei denn, hier ist irgendwo eine Festung in der Nähe. Ich kenne mich hier überhaupt nicht im Nether aus. Aber wenn hier um das Portal rum wahrscheinlich nicht so viel Ich auch abgebaut nicht. ist. Ich kenne mich hier auch nicht aus. Ich war noch nicht. Ich höre hier einen Zombie. Ist der unter der Kathedrale? Also unter der Kapelle? Ja, das könnte sein. Da habt ihr gestern, glaube Darunter ich, ist, glaube ich, eine irgendwas. Höhle. Ah ja. Apropos Höhle. Missionen. Wenn ihr Minimap noch ausgehabt. Guten Tag. So, da gucken wir mal. Hier war doch irgendwie irgendwo. Ich will mal eben mein Korn loswerden hier. Wo gab es denn gleich noch mal was zu essen? Ich habe nur noch zwei Steaks. Ja, hier bei der Kartoffelhütte. Guten Hallo. Tag, live in der Hallo, Aufnahme. Delfino. Du bist in der Aufnahme. Was denn jetzt? Ich nehme nämlich noch die ein Hier paar ist der Drink. Folgen aus Sternsingen Hier auf. rein. Also ich bin gerade auf Server. Auf Genau, Server. er baut zu Ende. Weiß ja Genau. gestern. Der Ton. Genau, bin Nicht aber heute Abend geklappt noch hat. dabei. Sehr schön. Jo. So, das Netherportal war wo? Ja, komm mit. Die Annie führt uns um. Eben mal Nur ganz die kurz den Dinger hier Delfino lauter loswerden. stellen. Pack die mal eben hier rein. So, jetzt könnt ihr den Delfino auch besser hören. Jo, ich hoffe doch. Dann werde ich nämlich auch kurz mal raufkommen. Oh ja, das ist schön. Wo Zack. bist du, Cedric? Ich sehe dich, ich sehe dich. Alles gut. Warten wir noch auf Delfino, der wollte kommen. Ja, Jupp. können Ja, klar. wir ruhig mal. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Sehr gut. Naja, warten wir so lange. Ist ja nicht eine halbe Stunde. Nö, Oder hast das du, nicht. Delfino, noch irgendwie Netherstein, also diese Netherziegel, irgendwo rumfliegen bei dir? Ich selber nicht. Wenn Okay. dann nur im Lager, dass dort irgendwas noch Nee, rumliegt. da ist auch nichts mehr Na, und ich habe ja in gestern noch meiner was in Küche. die Öfen reingetan. Aber da war nur noch ein Stack drin. Okay. Eventuell ist hier irgendwo noch eine Truhe drin. Das kann vielleicht sein. Aber ich glaube nicht. Hinten ist eine Werkbank. Hier sind Truhen. Aber ich glaube nicht, dass hier drin Baumaterial ist. Das hat er alles im Inventar gehabt. Ach, hier ist frisches Eis. Nee, ich glaube nicht, dass hier was drin ist. Aber übrigens, hier hinten ist eine dunkle Ecke. Ich glaube hier das Fenster. Wo stand das? Licht, Block 8. Na, das geht noch. So, ich komme. Hast du mal Glück gehabt, Zeron? Hehehe. Oh, hier ist eine Fackel. Nee, die kommt doch nicht hin. Da ist der Delfino. Jo, hallo. Hallo. So. Wir sind ja hinten. Wollen wir kurz den Nether.
Oh, genau. Delfino. Das Schlüsselhaus war der Netor. Das ist nochmal. Jetzt weiß ich wieder. Genau. Ich strick den Kopf. Ah, da ist jetzt die Tür eingebaut, die neue. Ja, die habe ich gestern Abend noch eingebaut. Damit da kein Bewohner mehr reinrennt. So. Gehen wir mal rein. Zack. Okay. So, Helm habe ich auch. Ich nehme an, hier geht's bei dem Erddingern raus. Ja, genau, da wurde zugemacht, damit da kein Bewohner mehr rausrennt. Okay, dann mache ich da noch wieder zu. Wobei oben jetzt eh die Eisentür ist, das heißt, da kann eigentlich keiner mehr. Ah, stimmt, aber ich mache das immer zu. Sicher. So, ich habe zwar die Fackel in der Hand, aber ihr seht wahrscheinlich sehr wenig, da ich jetzt aber den Schilder nicht ausstellen möchte. Ja, ich brauche einfach nur Rotstein. Einfach nur den hier. Oder ist in der Nähe eine Festung, aber die will ich nicht abbauen. Nö, also ich war ja gestern auch im Nether, bin ein bisschen rumgerannt, hatte aber nichts gesehen. Das heißt, wir können hier einfach... Oh, ich höre etwas hier schreien, wie ein kleines Baby. Ja, da ist schon wieder wer. Zack, zack, zack. Wie viel brauchst du denn? 4. Okay. Man muss ja bedenken, dass 4 Stacks ein Stack normaler ist. Und ich brauche noch Treppen davon, also... Vorsichtig, geht steil runter. Ordentlich. Hey, vorsichtig. Vorsichtshalber so, ne? So, ja, sicher. Nicht, dass noch einer runterfällt. Das wäre so. Nicht gut. Nicht unbedingt, nö. So. Zack, zack. Dann kann man genau die Reihe noch ein bisschen abbauen. Wahrscheinlich ein bisschen effizientere Werkzeuge. Nö, eigentlich nicht. Ich habe eine Eisenspitzhacke, ich habe noch die von Zer und die Behutsamkeit, die will ich aber jetzt nicht unbedingt da verwenden. Ich habe eine Diamantspitzhacke gerade. Na, ich nehme die Eisen, aber ich möchte seine jetzt nicht für sowas meine Spitzhacke beschädigen. Ist kaputt. Wie viel habt ihr? Ich kann dir noch eine angebrochene aus Eisen ich geben. Ich habe keine mehr jetzt. Okay, ich meine jetzt hier, was habt ihr jetzt alles schon aufgesammelt? Also ich habe einen Stack genau jetzt. Ich habe jetzt einen Stack auch. Aber ich kann gerne noch mehr. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Ich habe gerade 3. Ja, fast 3. Genau, und braucht ja dann für eine Treppe 6. Genau. Die Frage ist, wie viele Treppen brauchst du circa? Oh oh. Achtung, Leute, die Lava kommt. Ich habe gerade nichts zum Zumachen. Genau. Also in die Richtung wäre ich vorsichtig mit dem Weitergraben. Ich bin die andere Richtung. Dann auch einmal, wo Lava rauskommt. Braucht ihr auch noch ein paar Spitzhacken? Oder? Nee. Ich habe noch eine aus Eisen, die. Da kann ich noch sicher ein bisschen abbauen. Ich habe meine Spitzhacke. Da geht noch ein bisschen was. Huh? Das war jetzt gerade. Genau, und deswegen habe ich zum Springen begonnen. Das war irgendwie jetzt lustig. Okay, das Lustige ist, man kommt jetzt nicht mehr raus. Es ist keine Druckplatte. Und hier ist auch kein Knopf oder ist hier irgendwo in der Seite ein Knopf? Nee. Was, also, du meinst ach so, innen? Man kann rein, aber nicht raus durch die Eisentür. Das Problem, wenn ich die Eisentür mit der bloßen Hand abbaue, ist die weg. Deswegen. Ja, warte, ich komme mal. Genau, also man müsste sie einmal regulär quasi abbauen. Oder der ist einfach die Wand eingerissen daneben und wieder aufgebaut. Wobei. Stimmt, das geht auch nur mit bloßer Hand. Danke. Ich hol mal einen Knopf. Was ist das hier? Ein Holzknopf. Ist ja gerade Nacht, da lege ich mich ja mal schlafen. Oh ja, also wenn Nacht ist, dann lege ich mich auch mal hin. Ja, noch nicht. So. Ich bin jetzt bald mit dem dritten Stack fertig.
Jo. Ja. Werkbank ist hier. Also Eisenspitzhacke, also die eine, die tut wahrscheinlich jetzt noch verbrezeln. Ich liege. Jo. Ja, also ich, der Tick, der hat gut funktioniert auf jeden Fall. Okay. Mhm. Achso, ich wollte dir einen Knopf mitbringen. Warte mal, hier. Hier genau. Ist eine Truhe. Ist denn da irgendwie ein Holz? Ja, ich brauche ja ein Holz. Ich glaube, in irgendeiner Truhe ist auch noch ein Knopf drin. Ist ja ein Knopf. Ich hatte drin. Da, glaube ich, gestern welche reingetan. Wenn die nicht von Ceron noch benutzt wurden. In der Holzkiste oben. Mhm. Wo die Eisenbahnschienen drin sind. Mach so. Tu ich den wieder hier rein. Ich komme hin. So, ich habe jetzt 1, 2, 3. Ich habe bald 4 Stacks eingesammelt. Okay. Ich kann ja hier schon mal ein bisschen was in die Öfen packen, da geht das alles schneller. Stimmt, müssen sie ja brennen auch noch das Zeug. Oh ja, stimmt. Ich habe gerade Stein aufgesammelt, voilà. Stein, 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 der kam hier oben hin. Zack und zack. Packe ich das jetzt erstmal da rein. In den ersten Ofen auf linker Seite. Da sind noch 12. Guten Abend. Guten Abend. Ich nehme gerade auf. Und das ist die Darkside. Hallo. Hallo. Was nimmst du denn auf? Ich bin gerade im Sternensingen. Ach so. Er macht seine Arbeit von gestern fertig, wo er nicht dazukommen ist. Korrekt. Wegen den Problemen. Ja, mit Erlaubnis von Ceron. Korrekt. Durfte er das. Uiuiui. Ui, ui. Ah, da ist er eh schon wieder. Lava. Clear. Hab ich schon. Jemand die Steine fallen lassen. Und ihr zwei seid auch mit unterwegs? Ja. Ja, ich bin auch gerade erst vor 5 Minuten gekommen oder so. Und wurde gleich mit eingespannt. Cedric, hast du noch eine Spitzhacke? Ach so, nee. Na, weil jetzt ist meine auch im Tod. Hätte ich mitbringen können, ne? Ja, aber nicht so schlimm. Ich gehe mal rauf. Die Steine müssen eh gebrannt werden. Mhm. Also die Öfen sind jetzt erstmal voll. Ja, ich liefere mal hoch. Ich habe die erstmal in die Kiste gepackt. Für alle Notwendigkeit. Sehr gut. Zack, zack, zack. Mal gucken, wie viel wir jetzt hier rausbekommen. So. Das müsste dann aber auch lang. Den Überschuss, den lassen wir dann in der Truhe. Den kann man dann anderweitig verwenden. Wir bauen jetzt sozusagen nur das Dach zu Ende. Und danach sind wir dann eingeladen, dann noch zur Weihnachtsfeier oder irgendwie. Die heute um 11 ist. Yep, genau. Da ist der Plan. So, der Dune hat uns ja schon Bescheid gegeben über Live-Übertragung hier. Dass er leider nicht kommen kann aus persönlichen Gründen. Ah, da ist noch was. So, ich habe jetzt auch nochmal 2,5 Stacks. Ich glaube, das müsste reichen. Also braucht man nichts mehr. Das müsste eigentlich reichen. Eigentlich. Eigentlich. Aber und eigentlich. Wir haben ja noch die Dark Side. Ja, sehen wir ja dann. So. Was ist mit mir? Ja, wir haben ja noch die Dark Side. Für eventuelle Netherbeere-Sichtigungen. Nö. Keine Lust. Keine Lust. Ich will nicht.
nochmal. Delfine, baust du weiter am Holzfäller? Ich wollte gerade schauen, wie es da ausschaut. Wo wir gerade beim Holzfäller sind, der Faska kann heute Abend wohl nicht. Der hat morgen Frühschicht. Oh, schade. Ja, schade. Er kommt vielleicht noch so, aber zur Aufnahme dann nicht mehr. Und ich soll schöne Grüße ausrichten. Mhm. Sehr schön. Okay. Okay, da ist schon eine Treppe drinnen. Mhm. Hat der Fußboden, er hat das so rustikal gemacht. Wo bist quasi du gerade, Delfino? In der Holzfällerhütte. Ach so. Wo er fast gerade gemeint hat, da könnte man noch vielleicht Hand anlegen. Damit es fertig wird. Mhm. Ja, was er gemeint, außen am Rand, links, rechts nochmal Stufen dran machen. Genau. Damit so ein Überstand ist. Und so. Na gut, einrichten, das ist ja, ist eine Holzfällerhütte. Naja, Werkbankkisten. So. Ja, Werkbankkiste steht da. Das Seitenlager ist ja befüllt mit Holz. Ja, kann ich das da jetzt liegen die machen? Stämme. Ich bin ja sowieso gerade im Fluss. Setzlinge und sowas alles. Setzlinge? So. Upsala. Ist noch etwas weiter nach oben. Wenn er Holz fällt, muss er auch wieder aufforsten. Jo. Ups. Das stimmt. Wenn er Holzfäller und Förster ist, dann auf jeden Fall, ja. Ist einfacher bei der Riesenhütte. Ja, ja, das ist richtig. So. Dann tue ich da zumindest das am Dach noch was machen. Hallo. Hallo. Und ich nehme gerade auf. Du bist live. Oh, ich bin live. Also live am wann kommt die Folge? Freitag, oder? Keine Ahnung. Halt vor Weihnachten muss sie noch kommen. Vor Weihnachten? Ja. Okay. Eigentlich dann schon, ja, oder? Oh. Ja, stimmt. Ja, hast recht, hast recht. Hast recht. Und wo genau bin ich live? Bei Cedric. Bei Cedric im Sternsingen. Korrekt. Au. Oh, sag mal. Boah, ich wieder einen Absturz. Was los? Läuft's nicht, Anni? Ja, ich fall heute andauernd runter. Ich bin auch gerade abgestürzt. Der Trick ist ein Stern. Das ist fürchterlich, Mann. Genau. Ja, aber heute ist ja die große Show. Anni, das nennt man auch das Huch-Syndrom, oder? Da brauchen wir jetzt noch so Flache. Sage ich jetzt nicht mehr. Weil du oben runtergefallen bist. Du. Magst du nicht mehr? Jetzt verleidigt. Ja. Ja. Naja, muss auch mal sein. Genau. Bei 4. Zack, zack. Voll. Zack, zack. Welche große Show denn, wenn ich fragen darf? Aufnahme? Einfach so? So, okay, ja. Ich muss mal. Was für eine große Show, hä? Hab ich was verpasst? Ja. Ja, alles. Immer. Alles, wie immer, ja. Alles und immer. Die ganze Show hast du verpasst. Korrekt. Schlimm mit mir. Ja, das ist, das muss da ändern. Du bist ein Stingel. Unmöglich. Ja, wirklich. Ja. Das geht einfach so. Kann so nicht weitergehen. Nee. Wir können so nicht arbeiten. Nein. Geht Delfino? Das geht nicht. Genau, so und nein. Nein, nein, nein. Nee, das wenn ich daran denke, wäre ich wieder aggressiv. Nein. Und wir haben ja das letzte Mal gesehen, was passiert mit einem aggressiven Österreicher, ne? Ja. Ja, dann brennt wieder alles. Ah, der war nicht schlecht, ja. Bus, warte. Verzweifelt jemand? Ja, dadurch, dass ich die Welt jetzt aus Versehen in der 1.11 geladen habe, sind meine Bilder weg. Oh. Meine Blumen sind auch verschwunden. Eine Runde Mitleid. Dann musst du wieder alles neu aufhängen. Und, nee, sie sind ganz weg. Sie sind nicht einfach nur die Spawn, sie sind ganz weg. Außerdem war es gerade dunkel, ich lag nicht im Bett und jetzt ist es plötzlich wieder hell. Es ist ich wollte da noch was testen. Kann noch halb suchen? Ich schau gerade, wenn ich da eine... So, das geht wieder nicht. Zack. Ich wollte da eine... Au! Und meine Hunde sind auch ist runtergefallen. Ja, ich wollte eine Treppe... Du wolltest da eine Stufe andersrum setzen, oder was? Ja, oder überhaupt eine Treppe oder irgendwas setzen, um zu schauen, wie das wirkt. Was? Dorfbewohner? Meine Dorfbewohner sind weg. Wollten mal schauen, wie das von unten ausschaut, wenn man da sowas reinbaut. Das ist nicht gut. Das müssen wir so machen.
gucken, Delfino, ob mein du bist da gerade auf der Other Side. Dort hinten sind die zwei. Schaut, ja, genau. Schaut mal rüber, wie das ausschaut bis jetzt. Würde mich interessieren. Nee. Nee? Sieht komisch aus, oder? Wenn ich glaube, müssen wir bei allen dreien setzen dann. Also bei den allen, wo die Halbstufen drunter sind. Oder nach dann sieht's oben. Gut aus. Oder nach oben. Meine Pferdchen sind auch weg. Alle Tiere weg. Alle Dorfbewohner weg. Alle weg. Das nur weil du so machen, hast. Es wird gleich Nacht werden. Ich hab mich schon ins Bett hier begeben, in den Bettenraum. Ich habe schon mal ein Bett aufgestellt. Ich glaube, da müssten wir oben die halben wieder wegnehmen. Das sieht uns nicht so komisch aus. Der Trick oder wie? Nee, ich bin immer noch auf der Whitelist. Okay. Ach so, Enrico war ja gestern nicht dabei. Nee, der nee. War nicht da oder schon weg oder keine Ahnung. War schon weiß weg. Es nicht. Ja, ja, ich war schon weg. Wie Zeron gekommen ist. Okay. Ja, der gestern noch im Stream gesagt vom Sunshine, dass sie ja noch Besprechung machen. Und da hat Zeron gesagt, dass ich da auch mitmachen könnte. Okay, ja. Ja. Denn genau. Das siehst du dann in den nächsten Folgen. Na toll. Spaß. Musst du fleißig schauen, wir haben alle aufgenommen. Genau. Mhm. Oh je, oh je. Das also bei mir guck am besten schaffen. Nicht. Bei der Soundqualität, die da wieder anzusehen. Dabei das wird ist. Wohl schwer werden, guck ja. Mal, Delfino, wie sieht das aus? Warte, ich komm mal wieder runter. So. Ich muss eh nach unten kommen. Ich komme jetzt mal zu euch, Schade, aber in der wir nächsten auch Folge. Mal so umgedrehte Stufen hinsetzen, dass bis dahin. Ist, ciao, so. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.